Mein Name ist Markus Kiefer. Ich unterrichte an der FOM Allgemeine BWL mit dem Schwerpunkt Unternehmens- und Wirtschaftskommunikation. Eines meiner Hauptarbeitsfelder ist die Krisenkommunikation von Unternehmen. Sie hat deutlich an Stellenwert gewonnen in den vergangenen Jahren und dafür gibt es viele gute Gründe. Es hat große Unternehmenskrisen gegeben, die in der Öffentlichkeit das Image von Unternehmen fast ruiniert haben. Denken Sie an BP und die Ölkrise im Golf von Mexiko vor einigen Jahren. Die beste Krisenkommunikation ist die Prävention, also zu verhindern, dass es überhaupt erst zum Ausbruch einer Krise kommt. Also müssen wir uns vor allen Dingen im Vorfeld mit möglichen Themen von Krisen befassen. Dies tun wir in diesem Video, in dieser Videoserie, in vier Schritten. Der erste Schritt wäre das Krisenprofiling, also herauszufinden, wie ist das Risikoprofil eines Unternehmens. Der zweite Schritt wäre die Auswahl der richtigen Instrumente für die Krisenkommunikation. Der dritte Schritt, die Anwendung, das Training in Alltagssituationen des Unternehmens. Und der vierte Schritt wären die Issue-Checks. Wo sind möglicherweise problematische Themen, die aus der Öffentlichkeit auf das Unternehmen zukommen können? Heute, im ersten Video, wollen wir uns mit dem Krisenprofiling befassen. Was wir brauchen, ist das Risikoprofil eines Unternehmens. Das Risikoprofil setzt sich im Wesentlichen aus zwei Elementen zusammen. Zum einen müssen wir alle Themen, alle Prozesse, alle möglichen Probleme und Schwachstellen des Unternehmens definieren, identifizieren. Wir müssen erkennen, hier liegen möglicherweise größere Probleme als in anderen Feldern. Sie müssen also erstmal erfasst, sie müssen zweitens dann bewertet und in eine bestimmte Rangfolge gebracht werden. Das ist der eine Teil des Risikoprofils eines Unternehmens. Der zweite besteht aus den Stakeholdern. Bestimmte Stakeholder stehen dem Unternehmen sehr kritisch gegenüber, andere vielleicht weniger oder neutral. Von welchen könnte uns möglicherweise Gefahr drohen oder Probleme oder kritische Fragen? Wir müssen also im zweiten Schritt des Risikoprofils die Beziehungen des Unternehmens zu den verschiedenen Stakeholdern beschreiben in ihren Bestandteilen, auch mögliche Reaktionen in der Vergangenheit. Auch hieraus ergibt sich eine gewisse Abfolge, eine gewisse Rangfolge und aus beiden Elementen zusammen entsteht ein Risikoprofil des Unternehmens insgesamt, aus den Themen und aus den Beziehungen der Stakeholder. Wir haben nun ein Risikoprofil des Unternehmens. Der zweite Schritt ist das Simulieren krisenhafter Situationen. Worauf kommt es dabei an? Simulationen müssen realistische Beschreibungen dessen sein, womit das Unternehmen konfrontiert sein könnte. Aber sie müssen eben auch realistisch sein. Eine schwierige Gratwanderung. Was kann man sich für die Zukunft vorstellen? Welche bedrohlichen, konkreten Szenarien könnten eintreten? Auf der anderen Seite haben wir möglicherweise Erfahrungen der Vergangenheit. Und auch diese können wir in die Simulation der konkreten Situation hineinschreiben. Denn Ziel muss sein, dass wir die Erfahrungen der Vergangenheit nützen für solche Simulation. Damit kommen wir bereits dem Training von Krisensituationen nahe und je realistischer diese sind und je mehr wir die Schwachstellen aus der Vergangenheit in die Simulation reinbringen, desto sicherer können wir Optimierung unserer Handlungsabläufe für die Zukunft ableiten. Simulation, das Aufnehmen von realistischen Situationen, die aus der Vergangenheit oder möglicherweise in der Zukunft eintreten können, hat uns auch einen Vorteil gebracht, wenn wir das regelmäßig tun. Wir entschlacken zwischendurch das Krisenprofiling des Unternehmens von den Themen, die wir nicht mehr verfolgen müssen. Wenn wir aber nun im dritten Schritt an die wirklich realitätsnahen Themen herangehen, die wir insbesondere aus der Vergangenheit nehmen, haben wir einen großen Vorteil. Denn wir können nun auch die Mitarbeiter, die das trainieren müssen, mitnehmen. Denn am überzeugendsten wird sein, wenn wir uns mit den Schwachstellen des Unternehmens befassen, die tatsächlich schon einmal zutage getreten sind. Jetzt können wir nämlich ernsthaft und realistisch auch sehen, wie haben sich denn kritische Stakeholder in der Vergangenheit benommen, uns gegenüber? Welche Bewertungen haben sie vorgenommen? Wo waren sie besonders kritisch? Dieses übertragen wir nun in diese realistischen Szenarien und nehmen die Mitarbeiter mit und trainieren tatsächlich das, was in der Vergangenheit eine Schwachstelle war. Nun können wir Prozesse optimieren, nun können wir schon realistische und zu erwartende Stellungnahmen der Stakeholder aufnehmen und die mit den entsprechenden Botschaften beantworten. Das macht das Trainieren von Krisenvorbereitung glaubwürdig, es macht das realitätsnah und wertvoll für die Zukunft in einem. Wir haben nun ein Krisenprofil. Damit lassen sich die potenziellen künftigen Krisen in ihrer Ernsthaftigkeit viel besser vorstellen, viel besser bewerten, viel besser durch Handlungen vorbereiten.
Und das wollen wir im nächsten Video genauer untersuchen. Was wären die richtigen Instrumente? Was wären die Themen, mit denen wir uns befassen müssen? Und wie trainieren wir? Wie bereiten wir uns auf Krisenkommunikation vor?